Auch der Glaube an ein Fortleben nach dem Tode, der bereits in den ältesten Zeiten verbreitet war und seinen unmittelbaren Ausdruck in der Ahnenverehrung fand, ließ die Frage nach dem Wo und Wie jenes Fortlebens völlig unerörtert. Erst die eschatologischen Lehren des Buddhismus füllten ihn mit einem konkreten Inhalt. Dass ein Boden, auf dem Religion und Dichtung nur ungenügende Nahrung fanden, auch dem Gedeihen der Philosophie nicht eben günstig sein konnte, liegt wohl auf der Hand. Sind doch, wie für die Religion, so auch für die Philosophie, die letzten Fragen die ersten, und die Verschiedenheit beider liegt nur darin, dass, was der naive Glaube als unmittelbaren Besitz sein eigen nennt, das philosophische Denken als einen bewussten Besitz zu erwerben trachtet. Und das Ahnungsvermögen, von dem dieses sich bei seinen ersten Versuchen leiten lässt, ist doch eben im Grunde auch nichts anderes als ein Ausfluss der Einbildungskraft. Wenn es wahr ist, dass die Sprache eines Volkes den unmittelbaren Niederschlag und naivsten Ausdruck seiner Weltanschauung darstellt, so wird man erwarten dürfen, das Gesagte auch durch die Beschaffenheit der chinesischen Sprache, wenn nicht erklärt, so doch immerhin bestätigt zu finden. In der Tat springt der abstrakt begriffliche Charakter des Chinesischen sofort in die Augen, wohingegen das sinnliche Moment konkreter Anschaulichkeit höchst mangelhaft entwickelt ist. Der chinesische Satzbau zeichnet sich durch eine logische Folgerichtigkeit und Präzision aus, die kaum von einer anderen Sprache erreicht, sicherlich aber von keiner überboten wird.